Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was uns Tobi eben gerade nicht in seiner Rede erklären konnte, ist, dass er uns nicht erklärt hat, warum die Solidarisierung mit den Protesten in Russland nicht möglich ist, wenn sie nicht in Sotschi stattfinden. Wir von der öffnenden Opposition glauben einfach, dass der besondere Moment, sich den Protesten zu solidarisieren und dafür Bestandteile seines eigenen Lebens aufzugeben, nicht diejenigen sind, die Individuen heute in unserer Gesellschaft treffen. Das haben wir gesehen an Beispielen wie eben Thomas Hitzelsberger, der sich bewusst danach entschieden hat, weil er auch eben andere persönliche Vorteile oder andere Ziele in seinem Leben hatte. Das haben wir aber auch gesehen zum Beispiel im letzten Oktober, als sich der erste US-amerikanische Basketballspieler als homosexuell nach seiner Karriere geoutet hat. Weil Menschen eben bestimmte Ängste und Befürchtungen innerhalb der Gesellschaft haben und wir von der öffnenden Opposition glauben, dass wir nicht diese Bürde, diese Last auf einen einzelnen Menschen herabwerfen können und ihm letztendlich diese Bürde aufbinden können, weil das niemand alleine tragen kann, diesen Atlas, der einem gegeben wird. Kommen wir aber nun etwas konkreter zu dem, was Tobi gesagt hat. Er hat einen kleinen Widerspruch in seiner Rede gehabt. Er hat nämlich selber anerkannt letztendlich, dass Sportler diese Proteste letztendlich in Sotschi ankurbeln müsste. Aber die interessante Sache ist, dass wir gerade heute schon in der gesamten Welt, internationalen Weltgemeinschaft sehen, dass es eine große Solidarität gegenüber den Homosexuellen in Russland gibt. Nachdem eben Proteste etc. Teilweise niedergemacht worden sind oder gar nicht erst aufkommen konnten, beziehungsweise nachdem verschiedene krasse anti-homosexuelle Gesetze in Russland verabschiedet wurden, dass sich ein Großteil der Bevölkerung beziehungsweise anderer Staaten sich schon längst mit ihnen solidarisiert haben. Und wir glauben, dass diese Solidarisierung auch heute für einen Sportler, wenn es ihnen so wichtig ist, letztendlich vor den Winterspielen und nach den Winterspielen genauso möglich ist. Und hier hätte ich gerne eine Antwort von der schließenden Regierung, die uns erklären kann, warum dies genau in Sotschi stattfinden muss. Das Zweite ist aber auch an dieser Stelle, dass Diskurse, nachdem sie geöffnet worden ist, auch teilweise auch erst geschlossen werden müssen. Wir haben gesehen, zum Beispiel gerade bei der Diskussion um Homosexualität im Profifußball, dass dieser Diskurs schon vor ein paar Jahren eigentlich begonnen wurde, nämlich von Rudi Assauer, der in einem Interview gesagt habe, er würde sich nicht als aktiver Sportler letztendlich als homosexuell outen. Und das ist eigentlich die ganz interessante Frage, dass wir oft große öffentliche Statements machen, insbesondere wenn wir Personen des öffentlichen Interesses sind, aber oft danach Diskurse nicht weitergeführt werden. Und ich werde in meinem ersten Punkt, nämlich darüber, warum es eigentlich auch schädlich sein kann, warum man sich eine gewisse Schuld auch aufbürdet, wenn man so eine Ikone letztendlich wird, dass diese nicht weitergeführt werden kann, dass dieser Diskurs gar nicht in eine richtige Bahn gelenkt wird, beziehungsweise beendet wird. Was Tore nämlich schon gesagt hat, ist, dass wir heute in Russland bestimmte Ängste haben, wenn wir daran denken, wie mit Homosexualität umgegangen wird, dass es zum Beispiel Repressionen gibt, dass zum Beispiel sich der ganze Protest verschärfen kann. Was passiert ist, wenn wir ein Sportler sind? Der Sportler weiß von seinem Selbstbild. Er ist in gewisser Weise Vorbild für die Gesellschaft. Er weiß, dass er von vielen Leuten wahrgenommen wird und er weiß, dass er von vielen Leuten letztendlich eine Solidarität empfangen kann. Wenn er letztendlich rausgeht, weiß er, dass Menschen sich mit ihm solidarisieren werden. Er weiß, dass Leute in Russland mit ihm auf die Straße gehen werden. Er weiß letztendlich, dass es Leute geben werden, die versuchen werden, genauso gegen das Regime zu arbeiten. Aber das Problem ist an dieser Stelle, dieser Sportler ist nach 3-4 Wochen Winterspielen irgendwann mal auch wieder raus in Russland. Und diese Menschen, die sich mit ihm solidarisiert haben, sind allein. Und sie sind diejenigen, die heute letztendlich die Angst haben müssen davor, dass es Repressionen von Russland gibt, dass sie ins Gefängnis gehen müssen oder hohe Strafen zu erwarten haben an dieser Stelle. Und diese Bürde ist auch eine Frage der Schuld, die sich jeder Einzelne stellt, der im öffentlichen Interesse ist. Wenn ich heute hier etwas sage, muss ich auch letztendlich Verantwortung vor diesem Publikum übernehmen. Ich gehe aber auch nachher weg an dieser Stelle. Ich kann nicht einen Aufruf machen und sagen, protestiert gegen Russland an dieser Stelle, weil ich niemals nochmal da sein werde und euch unterstützen kann an dieser Stelle. Deswegen möchte ich es nicht machen hier, weil ich es nicht kann einfach als Individuum, weil ich in dieser Öffentlichkeit bin. Dazu die Eröffnung. Willi, wie viel ist dir ein Sport wert, in dem du deine persönliche Meinung verstecken musst? Ich glaube nicht, dass wir im Sport heute unsere persönliche Meinung verstecken müssen. Und das ist das, was Tore schon vorhin angedeutet hat mit dieser Friedensidee. Ich habe die Möglichkeit, mich mit Homosexuellen letztendlich zu solidarisieren. Es gab zum Beispiel eine wunderschöne, Entwicklung vor kurzem, dass in einem Zeitungsmagazin bzw. online sehr viele Männer dargestellt worden sind, die sich einfach mal geküsst haben, aus Spaß, als Solidarisierungsmittel.
Geste letztendlich, die stattgefunden hat. Ich kann meine Meinung äußern, ich kann sie vor Sochi äußern und ich kann sie nach Sochi äußern. Warum muss sie genau in Sochi stattfinden? Und da müssen wir uns die Frage stellen letztendlich, dass aufgrund dieser Idee, der olympischen Idee, dass wir uns alle 4 Jahre letztendlich treffen, ohne dass wir eine Bewertung der unterschiedlichen Staaten vornehmen, etwas letztendlich haben, das nur in Olympia stattfinden kann, nämlich eine gewisse Form der Unschuldigkeit. Dass wir Sportler haben, die zu einem Ereignis kommen. Dass wir Sportler haben, die sich letztendlich in einem anderen und fremden Land hingeben und sagen, wir wollen heute als internationale Gemeinschaft, letztendlich als Friedensprojekt letztendlich zusammen sein und die Kriege bzw. die Probleme, die wir in verschiedenen Staaten haben, vergessen. Weil es mit der Idee zu tun hat, dass wir auch zusammen etwas leisten können. Das ist das letztendlich, was Olympia aussagt. Olympia selbst ist schon die Message an dieser Stelle. Es ist nicht der Protest, dass wir zeigen, dass wir alle Menschen sind, die verschiedene Eigenschaften haben, dass wir trotzdem zusammen sein können, egal aus welchem Staat wir kommen, egal was für welche Probleme in diesem Staat herrschen, haben wir schon die Message schon lange gesendet, weil wir letztendlich den Ländern zeigen, es geht zusammen an dieser Stelle. Das Problem ist immer nur, wenn wir diese speziellen Proteste haben, wenn jemand Einzelnes sich hinstellt und sagt, nein, wir müssen hier nochmal besonders auf Russland achten, wir immer das Problem haben, dass wir wieder gegen Akteure agieren, dass wir letztendlich ein Zeichen setzen, dass wir gegen Russland an dieser Stelle agieren. Und das ist das Problem, wird diese andere Message, die olympische Idee letztendlich, dass wir zusammen Frieden stiften können, in diesem Moment konterkariert. Weil es letztendlich einen Teil der Unschuld von Olympia nimmt, weil es einen Teil davon nimmt, dass wir letztendlich dieses Friedensprojekt gestaltet haben. Und wir von der eröffnenden Opposition glauben, dass gerade in der nachhaltigen Sicht und aus der Sicht des Sportlers diese Idee von Frieden viel besser weiterlebt und viel einfacher zu gestalten ist, weil sie auch nachhaltig ist und weil sie letztendlich die Möglichkeit hat, auch in 4 oder in 8 Jahren in anderen Ländern genauso Bewegungen zu machen. Dass es eben Bewegungen gibt nach Olympia, weil man gesehen hat, dass man zusammen war, weil man verschiedene Kontakte geknüpft hat. Meine Damen und Herren, was die eröffnende Opposition Ihnen heute gezeigt hat, ist, dass Leistungssportler ganz bestimmte Dinge erleben, wie eben zum Beispiel eine Umstellung ihres Lebens, die andere Menschen nicht haben. Und dass diese Menschen eine besondere Bürde haben und dass wir diese Bürde nicht einem Individuum auflasten müssen, sondern gerade wenn die eröffnende Regierung sagt, es handelt sich um kollektive Schuld, andere Akteure dafür zuständig sind, seien es Journalisten, seien es Politiker, seien es gesamte Gesellschaften und nicht der Einzelne. Vielen Dank.